Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein Monat ist schon wieder rum und das heißt, es ist Zeit für meine Monatsfavoriten. Und bevor ich noch lange drum herum rede, fange ich auch direkt an. Ein Produkt, was ich wirklich jedes Mal benutzt habe, wenn ich meine Haare gewaschen habe, ist das Haarparfüm von der YouTuberin Diana zur Löwe. Das gute Stück sieht einmal so aus. Das sieht aus wie so ein kleiner Feuerlöscher, finde ich. Dieses Haarparfüm gibt es in dreifacher Ausführung. Einmal Sweet Vanilla, dann in einem blumigen Duft und ich glaube das dritte, das war so ein fruchtiger Duft. Ich liebe einfach süße Düfte, gerade Vanille. Deswegen habe ich mich natürlich für dieses entschieden. Und ja, das sprüht man sich einfach, entweder wenn das Haar noch feucht ist oder man kann es halt auch aufs trockene Haar sprühen aus 30 cm Entfernung. Ist hier drauf empfohlen worden. Und das hält einfach wirklich den ganzen Tag. Die Haare riechen super frisch und angenehm und es ist halt nicht zu penetrant. Und ich muss sagen, ich habe früher immer normales Parfum in die Haare gesprüht und durch den hochprozentigen Alkohol sind die Haare richtig trocken geworden. Dieses Haarparfüm hat hier noch Seidenproteine, also es hat mein Haar auf jeden Fall nicht stumpf wirken lassen. Ganz im Gegenteil, es hat noch einen wunderschönen Glanz hinterlassen. Ich bleibe auch direkt nochmal bei den Haaren und zwar habe ich von Desange das Hair Dry Blow auch jedes Mal benutzt. Das ist eine Haarcreme sozusagen, was man sich auch ins Handtuch trockene Haar gibt, also so eine Haselnussgröße und dann knetet man das gut ein und verteilt es ins ganze Haar. Und das soll dafür sorgen, dass die Haare 48 Stunden wie frisch geföhnt aussehen. Das kann ich jetzt zwar so nicht bestätigen, allerdings haben auch oder hat auch diese Creme einen super schönen Glanz hinterlassen und es ist dazu ein Hitzeschutz drin, was für mich unabdingbar ist bei meinen dünnen Haaren. Die brechen eh super schnell ab und deswegen ja, kann ich auf Hitzeschutz einfach nicht verzichten. Ich möchte auch nicht aufs Haareföhnen verzichten, weil ich sonst ziemliche Wellen habe. Und ja, ich mag es eigentlich eher, wenn sie glatt sind und ich föhne sie mir und ziehe mir dann gleichzeitig mit der Bürste quasi meine Haare platt, glatt und platt. Ja, deswegen, wie gesagt, föhne ich meine Haare eigentlich grundsätzlich. Und außerdem, boah, das riecht wieder so unfassbar gut. Oh, als ob man halt gerade frisch vom Friseur kommen würde und damit wirbt ja auch Desange. Also hier hinten steht halt immer, dass der Erfinder von Desange halt sagt, dass, dass jede Frau oder jeder Mensch es verdient hat, wie frisch aus dem Friseur, dass er halt aussieht, als wäre er frisch vom Friseur gekommen und dass es halt nicht immer teuer sein muss. Und da muss ich dem guten Herr Jean-Jacques Desange auf jeden Fall recht geben. Also das ist meine absolute Lieblingsdrogeriemarke, wenn es um Haarpflege geht. Also es ist diesmal auf jeden Fall sehr kosmetiklastig und ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich glaube, ich fange mit einer Lidschattenpalette an, die ich jetzt bestimmt zwei Jahre schon habe. Und eigentlich könnte man die auch gar nicht oder dürfte man sie gar nicht in die Kamera halten, weil die so oll schon aussieht. Aber es ist auf jeden Fall eine absolute Favoritenpalette. Es ist von Zoeva die Naturally Yours Palette und die sieht einmal so aus. Also wie ihr sehen könnt, habe ich die auch schon alle wirklich sehr gut benutzt. Es ist eine sehr natürlich gehaltene Palette, so wie der Name eigentlich schon sagt. Für viele kann es vielleicht ziemlich langweilig wirken. Das mag sie vielleicht auch sein, aber ich finde einfach, für den Alltag sind das die perfekten Farben. Wir haben matte Farben, wir haben welche, die sind ein bisschen schimmernder. Und ja, damit lassen sich einfach ganz, ganz tolle Looks schminken, für mich zumindest. Und also man kann damit auch ein Smoky Eye schminken. Hier haben wir ja noch ein Schwarz mit drin.
weiß gar nicht, wie ich das Ding halten soll, weil es einfach so groß ist. Es lassen sich aber auch super softe Sachen, leichte Sachen tragen. Also ich benutze auch ganz gerne diesen Lidschatten hier unten. Das ist ein sehr heller, matter, brauner Lidschatten. Einfach ein bisschen in die Lidfalte, Wimperntusche und das war's. Also für mich auf jeden Fall eine mega tolle Palette. Ich liebe generell zu Eva. Ich würde bei mir schon fast sagen, mit zu Eva hat alles angefangen. Und ja, zu der greife ich auf jeden Fall hin und wieder zurück. Und gerade jetzt im Juni ist es auf jeden Fall schon fast tagtäglich geworden. Also die darf in meiner Sammlung auf jeden Fall nicht fehlen. Ich mache weiter mit einem Bronzer. Das ist der von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Saddle. Der sieht einmal so aus. Ich glaube, der wirkt am Anfang ziemlich dunkel. Ich meine, ich bin hier jetzt auch nicht so mega krass dunkel vom Typ her. Aber wenn man den aufträgt, dann, also so sieht der einmal aus. Aber wenn man den aufträgt, dann, der verschmilzt so mit der Haut und der hinterlässt einfach einen ganz, ganz schönen, leichten, aufgewärmten Look. Und der ist auch einer meiner absoluten Lieblingsbronzer. Den habe ich mir dieses Jahr aus Amerika mitgebracht. In Deutschland habe ich ihn noch nicht gesehen. Wer aber nicht in Amerika bestellen möchte, der hat auf jeden Fall die Möglichkeit, auch in Großbritannien den zu bestellen, zum Beispiel auf Beauty Bay. Da habe ich den schon gesehen, der kostet um die 30 Euro. Kommt immer drauf an, wie gerade der Pfundkurs steht. Das ist ja wirklich ein Oschi-Dingen. Also der Bronzer, der enthält 10 Gramm, das finde ich super viel, weil die zu Eva Palette, die hat schon pro Fändchen 1,5 Gramm, meine ich, wären es gewesen. Also damit wird man auf jeden Fall lange, lange auskommen. 30 Euro ist natürlich viel, allerdings für 10 Gramm. Hallo Alexa. Sie möchte auch gerne mal mitreden. Wo bin ich stehen geblieben? Und zwar, dass ich dann finde, also für 10 Gramm ist es schon gerechtfertigt. Es ist halt eine super Pigmentierung. Halt nicht zu doll, aber das möchte ich halt auch gar nicht. Es soll ja immer noch schön natürlich aussehen. Ist natürlich wie in allen Dingen einfach eine Geschmackssache. Mir reicht das auf jeden Fall so von der Pigmentierung. Und hoffe auf jeden Fall, dass es den demnächst auch in Deutschland geben wird. Ich mache nochmal kurz weiter mit den Augen und zwar geht es aber um eine Augencreme. Das ist von 100% Pure, dann eine Koffeincreme, die, da ist nur 8 Milliliter enthalten. Das ist natürlich sehr wenig, aber ich komme mit so etwas ultra lange hin mit meiner letzten Augencreme. Gut, da war jetzt aber auch ein bisschen mehr drin, kam ich über ein Jahr hin. Und die riecht auch so gut. Also es gibt hier so einen Eisladen, ne? Und der hat die Eissorte Käsekuchen. Und ich finde, wenn daran erinnert mich auf jeden Fall diese Creme, die riecht nach Käsekuchen irgendwie. Ich weiß nicht warum, ist irgendwie mein Empfinden. Die durchfeuchtet die Augen auf jeden Fall sehr gut. Die soll auch Augenringe abdecken. Ich habe Gott sei Dank keine Augenringe, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Sie ist auf jeden Fall vegan. Also das sind alle Produkte von dieser Firma und die benutze ich auf jeden Fall auch ultra gerne momentan. Ich mache noch mit einem, ich wollte schon Pflegeprodukt sagen, ich mache mit einem Reinigungsprodukt weiter und zwar ist es das hier von Nivea. Ja, ich bin ein Nivea-Kind, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich halte euch jedes Mal Produkte von Nivea in die Kamera, aber ich liebe Nivea. Also ich stehe da voll und ganz hinter. Das ist auf jeden Fall ein Micellenwasser und das erhöht die Sauerstoffaufnahme. Mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass ich weniger Wattepads benutzen muss als mit dem, was ich davor hatte.
Und man muss auch gar nicht viel reiben. Also bei den Augen mache ich es meistens so, ich lege mir mein Wattepad aufs Auge drauf, lasse das so ein paar Sekunden einwirken und dann kann ich es einfach so runternehmen. Und Micellenwasser, das soll ja eh diesen magnetischen Effekt haben. Das finde ich hier auf jeden Fall super gut. Und ich weiß, dass es das auch noch für wasserfeste Schminke geben soll. Einer meiner absoluten Lieblingsfarben im Sommer ist Fuchsia. Und da habe ich von Essie auch jetzt gerade drauf die Farbe Watermelon. Gefällt mir super gut. Ich mag Essie auch unheimlich gerne, weil Essie einer der wenigen Nagellacke sind, die wirklich mit einer Schicht decken. Wie ihr sehen könnt, ein schöner Sommerton. Für meinen Geschmack auf jeden Fall. Und deswegen habe ich den auch im Monat Juni super häufig aufgetragen. Ja, und er hält einfach super lange, ne? Also ich habe den jetzt bestimmt schon eine Woche drauf. Und ich finde, der sieht immer noch richtig top aus. Ich mache auch nochmal mit der Farbe Fuchsia weiter. Und zwar habe ich da von Essence neu entdeckt den Vibrant Shock Lip Paint. Der sieht einmal so aus und ich finde, da sieht man auf jeden Fall schon deutlich, dass das auch ins Fuchsia geht. Und der ist mega nass. Also der kommt hier mit so einem Schwammapplikator. Und als ich den das erste Mal aufgetragen habe, habe ich mich super erschrocken, weil ich dachte, boah, ich habe Wasser auf den Lippen. So nass ist der. Die Farbe, die sieht einmal so aus. Ich finde, wie gesagt, es ist eine super schöne Sommerfarbe. Er ist sehr langanhaltend. Also man muss den sehr gut trocknen lassen, das auf jeden Fall. Aber wenn der einmal getrocknet ist, dann geht er auf jeden Fall nicht so schnell ab. Ich konnte damit essen, ich konnte damit trinken. Natürlich keine ölhaltigen Lebensmittel, weil Öl bricht natürlich das Make-up in alle Bestandteile und dann verwischt es auf jeden Fall. Und dann habe ich schon mal gerne hier unten meinen Lippenstift hängen. Aber wie gesagt, wenn ich darauf ein bisschen achte, kann der wirklich den ganzen Tag halten. Und passend dazu habe ich mir noch von Essence den Lip Liner Waterproof gekauft. Der hat die Farbe Fuchsia Bella. Genau, der hier hatte die Farbe 04 Twisted Sister. Schreibe ich euch aber auf jeden Fall nochmal in die Infobox. Und der sieht einmal so aus. Also der ist ein bisschen dunkler. Ich finde es immer sehr schwer, irgendwie in einer Drogerie einen passenden Lip Liner irgendwie zu finden. Deswegen mag ich es eigentlich, wenn das vielleicht schon angegeben ist, den und den Lippenstift oder Lip Paint oder was auch immer. Und da die und die Farbe ist der passende Lip Liner. Natürlich ist es dann auch immer noch Geschmackssache, muss ich ja dann halt nicht nehmen, wenn es mir nicht gefällt. Aber in der Drogerie ist es halt auch teilweise sehr dunkel und es ist jetzt natürlich nicht finster, aber ich finde, manchmal sind die Beleuchtungen einfach nicht so gut und dann denkst du im ersten Moment so, oh, das passt aber ganz gut zusammen. Und im Nachhinein musste ich feststellen, also ich trage es zwar, aber hätte ich jetzt nochmal die Möglichkeit, hätte ich auf jeden Fall einen Ton gewählt, der ein bisschen heller ist und besser zu dem Fuchsia passt. Weil ich muss sagen, also das ist für mich Fuchsia, ja, der Lip Paint. Aber der Lip Liner, das ist für mich auf jeden Fall ein Rosenholzton, der schon fast ins, so ein bisschen ins Rötliche reingeht, aber nicht Fuchsia. Ich mache weiter mit noch einem Lippenprodukt, was ich auch neu entdeckt habe. Und zwar ist das von Maybelline Color Drama. Das ist wie ein Lipgloss, also ich trage das jetzt auch gerade, der ist halt auch Nude-Ton und der kommt hier mit so einem Schwammapplikator und dann drückt man sich das Produkt halt da raus und dann ist hier oben so ein Loch und da kommt halt das Produkt raus und dann kann man es auf jeden Fall gut auf den Lippen auftragen. Ich mag diese Form auch ganz gerne, die ist oben so ein bisschen schräg und abgerundet. Und ich finde, dadurch kann man sich auch mal wirklich gut man kann sich halt auch mal ohne Spiegel irgendwie das Produkt auftragen. Ich finde, das passt sich hier einfach so schön an den Lippen an und dafür braucht man dann eigentlich schon fast gar keinen Spiegel mehr.
Und das Coole war, das war halt in so einer Verpackung drin und da stand gratis Lip Liner drauf. Der sieht einmal so aus und der passt meiner Meinung nach auch echt toll zu dem... Oh. Mir ist das Ding abgebrochen. Was für ein Mist. Ich war gerade so am Schwärmen von dem Ding, ja, und dann muss es kaputt gehen. Naja, also ist ja noch ein bisschen drauf, also Mine einfach nicht allzu weit rausziehen. Ja, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, wie das in der Kombination aussieht. Also man sieht eigentlich, dass die beiden Töne sich sehr gut ähneln. Die sind jetzt leider ein bisschen eng aneinander, warum man das vielleicht jetzt gar nicht so auseinanderhalten kann. Hier ist auf jeden Fall der Lip Liner und hier ist halt das Lippenprodukt. Gefällt mir auch super gut. Also wenn es mal ein bisschen schlichter sein darf, dann greife ich immer wieder zu diesem Farbton zurück. Auch gerade mit der Zu Eva Palette finde ich, dass der Farbton super gut harmoniert. Deswegen also die Kombi, beziehungsweise hier noch einmal die Palette, finde ich, passt super gut dazu. Ich kann mal gucken, ob es auch noch einen Farbnamen hat. Muss es ja wohl, oder? Ja, und zwar 610 Strip Down und der Lip Liner. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange es... dass überhaupt in der Drogerie erhältlich ist, dass man direkt beide Töne zu, oder halt den Lip Liner und das Lippenprodukt in einem bekommt. Und es waren unter 5 Euro, also ein super guter Preis, finde ich. Der Lip Liner hat die Farbnummer 110 Nude Whisper. Mein allerletztes Produkt ist von Catrice, die HD Liquid Coverage Foundation. Die sieht einmal so aus und kommt mit so einem... Pumpspender. Erinnert mich sehr an die Total Control Foundation von NYX. Der Unterschied hierzu ist allerdings eindeutig der Preis. Also die NYX Foundation, die kostet knapp 15 Euro und die kostet knapp 16 Euro. Die ist auch gar nicht so neu auf dem Markt, aber anscheinend finden die auch noch ganz, ganz viele andere sehr toll und meine Farbe war immer, immer ausverkauft. Ich habe hier die Farbe 030 Sand Beige. Ja, das halt dazu, ich konnte die halt vorher nicht austesten. Ich weiß halt sehr wohl, dass super viele von der am Schwärmen waren oder immer noch sind. Ich konnte sie aber nie testen, weil meine Farbe, wie gesagt, immer ausverkauft war. So, jetzt hatte ich das Glück, dass sie endlich verfügbar war. Da habe ich natürlich sofort zugegriffen. Die ist sehr matt und das ist so krass. Also die ist ja so flüssig. Also hier nochmal, ne, kommt in so einen Pumpspender und dann kann man die hier so rausdrücken. Und die ist ultra deckend, also Rötungen hat sie super gut abgedeckt, zieht super schnell ein und ist so dünn, also so leicht auf der Haut, dass man teilweise denkt, man hat überhaupt keine Foundation drauf. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, sie ist matt. Das hat mir auf jeden Fall auch super gut gefallen. Wie gesagt, ich mit meiner öligen Haut greife lieber zu matten Foundations. Und ja, also wie gesagt, ich finde auch für 6 Euro lohnt sich die auf jeden Fall. Und noch ein Unterschied zu NYX ist, hier sind 30 Milliliter enthalten. Also eigentlich eine relativ normale Milliliter-Angabe für eine Foundation und in der Total Control Foundation von NYX sind nur 15 Milliliter und dafür einfach mal dreimal so teuer. Also ich glaube, zu der würde ich halt erstmal nicht mehr greifen, sondern dann doch lieber die. Also das Geld kann ich mir auch sparen und dann lieber nochmal was anderes kaufen. Ja, das auf jeden Fall dazu.
So, ihr Lieben, das war's mit meinen Monatsfavoriten. Wie immer interessiert mich, was ihr in den letzten Tagen und Wochen super gerne benutzt habt. Lasst es mich doch mal wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend. Bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!